Moin zusammen und willkommen zurück bei Savanias, Sevillas, der Barbier in Sevilla. Genau, das ist es. Wir sind bei der Mühle angekommen. Offensichtlich handelt es sich hier um die Mühle. Und Nuri, ich vermisse dich. Uri, bist du schon da? Lass mal gucken. Nuri, bist du hier? Was denn? Wieso wissen die, wo wir sind? Peilsender? Smartphone nicht aufgeschaltet? Du! Du bist es! Sagt uns nicht, wo sie ist. Ich weiß es nicht. Ich sag es nicht. Lassen wir ihn warten. In der Dunkelheit. Bis der Vogel kommt. Der Rabe soll sich seiner annehmen. Der Rabe? Er wird ihn sprechend machen. Ich hole ihn. Du wachst um die Mühle. Der Rabe gehört dem Seher? Sobald der Sand verronnen ist, wird der Nachthaarige sprechen. Und sein Faden wird reißen. Okay. Und sie haben sie hier noch festgekettet. Bei der Gauklerin hatten sie da weniger Probleme, die einfach um die Ecke zu bringen. Noch? Was ist das hier alles? Wir können nichts weiter machen, ne? Hallo? Okay, noch. Nuri? Kiron, geht es dir gut? Diese Kreaturen. Ich bin gefesselt. Hier liegt eine Scherbe. Sie ist ganz scharf. Hervorragend. Ich werfe sie zu dir runter. Nein, warte, ich... Hast du sie? Nein. Du hättest sie fangen sollen. Nuri. Wer weiß, wo sie jetzt ist? Ich kann nicht sehen. Weil es hier keine Regenbogenkristalle gibt. Kannst du zu mir runterkommen? Es gibt keine Treppe. Und draußen steht der bleiche Mann. Du sagtest doch, du kannst das Mondlicht sammeln. Ich werd krank, wenn ich zaubere. Ich weiß. Aber wenn ich mich nicht schnell befreie, bin ich tot. Nur ganz kurz, ja? Versprochen. Okay. Gut, immerhin ein bisschen Licht. Da ist das eine Loch. Wahrscheinlich müssen wir sie auch bitten, durch die anderen Löcher zu sehen. Okay, also die Scherbe. Hallo, Fußfessel. Nichts zu machen. Die sind fest verknotet. Schon gut. Was ist mit der Hand? Mit bloßer Kraft sind die nicht zu lösen. Ja, okay, okay. Eines Tages wird auch meine Seele gewogen. Aber nicht heute. Wie poetisch, da ist nur sicher. So komme ich da niemals ran. Okay. Gut, ist die... Ja, weiß ich auch nicht. Eines Tages aber nicht... Nein, hier gibt's wohl noch nichts zu tun. Okay, also, schauen wir mal weiter. Geh zu dem Loch in der Mitte. Ist gut. Schon besser. So, was haben wir denn hier? Öllampe. Lampen, Sägen, Scherben und alles außer Reichweite. Stundenglas. Noch habe ich etwas Zeit. Wie soll ich da rankommen? Ich weiß auch nicht, lass dir was einfallen. Schema. Ein Stuhl! Ja, aber die Füße sind ja auch gefesselt. Hallo? Die Mühle ist so verlassen, wie sie aussieht. Wären meine Füße frei, könnte ich das Regal eintreten. Okay, zu welchem Zweck? Oh, warte mal, können wir hier irgendwas kaputt machen? Kaputt. Das Glas könnte ich wohl zerdeppern. Aber da hinten nützen mir die Scherben nichts. Und so weiß ich wenigstens, wie viel Zeit mir noch bleibt. Ah, ja. Öllampe?
Kobold! Was? Nee, kein Kobold. Kein Kobold. Schemel? Ach, guck mal, wir können... Das war vielleicht nicht so schlau. Halt! Noch mehr Scherben, die ich nicht erreichen kann. Ja, schon gut. Also gut. Tja, können wir sie dann wenigstens wieder heil machen? Kannst du sie wieder ganz machen? Nuri! Oh, Entschuldigung. Lampen, Sägen, Scherben, ja, und alles außer Reichweite. Gut, also schön. Ja. Was ist da? Da! Da ganz hinten ist noch ein Loch. Nur ganz kurz, hast du gesagt. Das stimmt allerdings. So. Hier ist ein... Was? Scheint eine Art Zahnrad gewesen zu sein. Gewesen zu sein? Okay, erstmal schauen, ob hier... Nee, das sieht zwar verdächtig aus, es ist aber Säge. Kein Wunder, dass die Mühle ausgestorben ist. Warum? Weil die Holz irgendwo liegt? Ja, okay, es ist ein bisschen verwittert, okay. Das Getriebe. Hilft das? Ich meine, das Rad läuft ja noch. Nuri. Siehst du dieses trommelähnliche Ding da unten? Kannst du das heil machen? Nuri? Geron, hier ist ein Käfer mit 8 Beinen. Das ist nur eine Spinne. Spinnen haben 12 Beine. Nuri, bitte. Du musst dich jetzt konzentrieren. Ist gut. Oh, sieh eine an. Okay. Halt, was ist da passiert? Mittleres Loch, da ist doch was runtergefallen. Lass gucken. Die Hand ist sehr schön, wie die Hand hier ausgeprägt ist. Öllampe, nö. Hätte sie mir nicht einfach vor die Füße fallen können? Ja, warte mal, wenn das aber... warte mal, vielleicht hilft das ja, wenn wir jetzt die Lampe zerbersten lassen. Ja, okay, war nicht so eine tolle Idee. Hätte sie mir nicht einfach vor die Füße fallen können? Gut, scheint nicht funktioniert zu haben. Okay, also bitte. Kannst du sie wieder ganz machen? Nuri! Mal sehen, wann ihr das Spielchen zu langweilig ist. Ach, das tut mir so leid. Oh, entschuldige. So, was ist denn jetzt mit der Waldsäge? Hey, hey, hey. Ha, jetzt muss ich nur noch die Hände frei bekommen. Yep. So, was ist denn mit dem Regalbein? Gar nicht schlecht. Hat es irgendwas gebracht? Nuri? Komm noch mal hier rüber. Oh, warte mal, wenn die Waage hier... Schade. Eines Tages wird auch meine Seele gewogen. Aber nicht heute. Ist die denn heil? Nee, nicht kaputt machen. Heile machen. Kannst du die Waage heil machen? Das sieht viel besser aus. So. Und jetzt? Stundenglas? Wie soll ich da rankommen? Ich weiß nicht. Dann mach sie halt kaputt. Oh, ist ja schon das Richtige. Ka-ching. Der Sand rieselt. Na, was für ein Zufall. Ui, und jetzt hier. Scherbe. Ha, ich hab sie. Geron, mir ist schwindelig. Nur noch ganz kurz, Nuri. Und? Funktioniert das? Mit bloßer Kraft sind die nicht zu lösen. Ja, was denn ist? Ach so, du hast die Scherbe nicht mehr in der Hand. Und wir haben auch unsere anderen Sachen alle verloren. Das sehe ich ja jetzt erst. Ach Mann, ey. Ich bin frei. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie mit dieser Kreatur fertig werden. Okay, gut, ja. Nimm die feste Stricke. Die Säge können wir doch bestimmt auch gebrauchen. Na, können wir nicht. Okay. Ach, bitte nochmal. Können wir da irgendwas machen? Nee. Dann bitte nochmal zur Mitte. Ja. Schemel.
nichts, ne? Siehst du was? Ja. Der Griff ist abgebrochen. Hm. Können wir... Oh, warte mal, mach das bitte wieder heil. Super. So, können wir den verwenden? Ja. So kann es gehen. Ja, was denn? Hier wird alles dunkel. Nur noch ganz kurz, Nori. Okay. Jetzt kann ich die Säge doch nehmen. Okay, Säge. Die Leuchte offensichtlich nicht. Bodenlucke. Können wir da schon reingehen? Was ist da unten? Es ist dunkel. Willst du einmal für mich nachschauen? Nicht jetzt. Gut, können wir hier noch etwas mitnehmen? Etwas, was war da? Stroh? Okay. Ja, Ausrüstung. Da ist es ja. Na, wunderbar. Da war doch bestimmt, können wir jetzt nicht ein Feuer entzünden? Das ist vielleicht in deiner Mühle nicht so eine brillante Idee. Okay. Wir müssen ja irgendwie da runterkommen. Gibt es hier noch etwas mitzunehmen? Nee. Tür? Solange der Unhold draußen wacht, wäre das Selbstmord. Ja, das stimmt. Aber vielleicht können wir von... Kommen wir da unten weiter. Da unten ist es dunkel. Tja. Scherbe, Wasser. Das können wir doch bestimmt entzünden, oder? Stroh brennt. Das muss ich niemandem beweisen. Ach so, warte. Ach, wie doof. Halt. Können wir die Kerze damit entzünden? Nein, wohl nicht. War nur so eine Idee. Okay. Oh, warte mal. Aber vielleicht können wir ihn in eine Falle locken. Wie wäre das denn? Der Stroh. Windling würde sich die Haare raufen. Ja. Okay. Hatten wir nicht auch eine Decke? Zeig mal. Decke. Auf der anderen Seite hängt sie noch durch. Ja, und? So hält die Decke noch nicht. Okay, haben wir was Schweres zum Drauflegen? Das hilft auch nicht weiter. Das nicht. Die Säge? Ich muss dringend mal wieder schlafen. Das stimmt allerdings. Also, ich auch. Der Hocker? Ich muss das Ziel immer... Ja, nun nörgel doch nicht, meine Güte. Das ist aber auch ein Kriegsgraben. So, jetzt soll das Biest nur kommen. Und wenn es im Dunkeln sehen kann? Ich sollte die Falle tarnen. Das stimmt. Guck mal, dafür haben wir das Stroh gesammelt. Gut, das muss klappen. Nori! Du kannst jetzt... Was? Nori? Was ist da los? Verdammt! Oh. Ich würde ja gern sagen, dass mir das leid tut, aber... Okay, gut. Bodenluke ist die verschlossen. Ich lasse sie besser zu. Wer weiß, ob die Kreatur wirklich ohnmächtig ist. Ja, okay. Müssen wir da nicht noch irgendwas draufstellen? Das hier scheint mir schwer. So wird das nichts. Das kann ich besser. Ach gut, weißt du was? Raus hier. Wir ergreifen die Flucht. Wo ist denn? Oder ist sie? Nori? Wach auf! Wir müssen weg! Was? Wo bin ich? Keron? Ich bin's. Hallo. So, herunterkommen. Ja? Kletter zu mir herunter! Oh, ich bin so müde. Lass mich noch etwas ausruhen.
Das geht nicht. Wir müssen hier weg. Mhm. Na, nun komm schon. Wir können hier nicht bleiben. Geron, ich will nicht mehr. Das hat nichts mit Wollen zu tun. Wir müssen hier weg, sonst geschieht etwas Schreckliches. Ich kann nicht. Geh ohne mich. Feenforscher. Ich habe den Feenforscher gesprochen. Ich weiß, wie alles wieder gut wird. Wirklich? Was? Wieso Wahrheit oder Lüge? Ach komm, wir haben sie bis jetzt immer angelogen. Wir bringen dich zurück in deine Welt. Nein, niemals. Ich bleibe hier. Es ist der einzige Weg. Dort bist du sicher vor dem Seher. Und du kannst wieder richtig zaubern. Und Andergast wäre auch gerettet. Hör auf, hör auf, hör auf! Nuri. Geh weg! Wenn wir noch lange hier bleiben, kommt die Kreatur zurück. Oder der Rabe. Ich habe keine Wahl. Ja, stimmt. Eile ist angesagt. Also? Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Der Feenforscher erzählte von einem Feentor im Norden. Am Ende der Welt. Es führt in ein wunderschönes Reich. Weit weg vom Seher. Dort wärst du sicher. Wie heißt das Reich? Fanglari. Es heißt Fanglari. Und er hat mir auch gesagt, wo wir das Tor dorthin finden können. Fanglari. Ja, aber um dorthin zu gelangen, musst du sofort runterkommen. Ich kann nicht. Es ist nur ein Hopser. Schau, ich fang dich auf. Bau mir eine Treppe. Eine Treppe? Wie soll ich dir denn eine Treppe bauen? Also gut, ich lasse mir etwas einfallen. Was? Bin gleich zurück. Eine Treppe. Eine Treppe. Wenigstens die Balken sind noch stabil. Wir müssen sie doch wohl nicht einfach runterplumpsen lassen? Okay, hier hatte ich Boronsrad, das hatte ich, glaube ich, noch nicht gesehen, ne? Ein Boronsrad. Hoffentlich kein böses Omen. Das war ja jetzt sehr ähnlich. Okay. Gut, also eine Treppe. Nuri. Balken. Steg. Wo habe ich das denn? Hallo? Du kannst doch auf den Steg springen. Mein Gewicht trägt er auch. Nein. Also schön. Warte, ich streue dir noch Rosenblätter auf den Steg. Musst du nicht unbedingt. Ich würde es tun. Okay, eine Treppe. Na schön. Also immerhin haben wir ja schon mal den Schäbel. Mal gut, dass wir den mitgenommen haben. Schau, die Treppe. Komm jetzt. Ich weiß nicht. Ich möchte einfach nur schlafen. Nuri! Erzähl mir mehr von Fanglari. Ist es schön dort? Naja. Ja, hat er gesagt. Fanglari ist ein Reich voller Magie. Der Himmel dort ist grün, wie die Weiden im Sommer. Und die Sterne funkeln sogar bei Tag. Ich habe noch nie einen grünen Himmel gesehen. Und wenn du nicht schnell herunterkommst, wirst du ihn auch nie sehen. Was gibt es dort noch? Och, bitte, wir haben doch keine Zeit. Freiheit. In Fanglari ist jeder frei wie ein Vogel. Jeder kann dort fliegen. Selbst ein Mensch wie ich. Wir könnten zusammen durch den Himmel fliegen. Es gibt sogar Regenbogenbiber, aber nur im Sommer. Danach fliegen sie in den Süden, in ein anderes Reich. Wenn du sie dieses Jahr noch sehen willst, müssen wir uns beeilen. Das klingt seltsam. Was gibt es dort noch? Das denkst du dir doch alles aus, meine Güte. Zaubern. Das Unglaublichste ist, jede Fee kann in Fanglari zaubern, ganz ohne Schmerzen. Wird sie nicht schwach? Es ist doch ein fremdes Reich. Alles in Fanglari ist voll mit Feenzauber. Darum verlierst du keine Kraft, sondern benutzt die aus dem Wind oder aus dem Meer. Du bist eins mit der ganzen Welt. Das klingt schön. Das will ich. Ach, das wird sich doch noch rächen, dass wir sie so angelogen haben. Das rächt sich immer. Komm herunter. Dann führe ich dich nach Fanglari. Ich versuche es.
Aber ich brauche noch eine zweite Stufe. In Ordnung. Aber dann kommst du auch wirklich runter. Versprochen. Sicher. Okay. Den Schemel haben wir auf dem Steg. Eine zweite Stufe. Der Balken. Der ist ja nicht mit dem oberen Teil verbunden, also... Wenigstens die Balken sind noch stabil. Doof. Tja, können wir ihn absägen? Es wird ja da hoffentlich nicht einbrechen. Oh. Gleich hast du es geschafft. Was ist mit Herrn Rabe? Wir müssen auf ihn warten. Nee, ich... Wenn der Rabe wirklich... Also wenn derselbe Rabe gemeint ist, wenn das der fiese ist, dann sollten wir lieber nicht auf ihn warten. Ich habe den Raben schon vorausgeschickt. Er wartet bereits auf uns. Also gut. Das wird sich Devi... Du musst mitkommen, jetzt! Das wird sich definitiv noch rächen. Sie findet natürlich heraus, dass das alles eine Lüge war. Gerons Worte gaben Nuri neue Kraft. Sie wollte alles wissen, was der Forscher ihm über das verborgene Reich erzählt hatte. Wo lag es? Hinter den Bergen? Hinter den Sümpfen? Warum war es so geheim? Sie stellte sich ein Land ohne Zeit vor, ohne Erinnerung und ohne Zukunft. Ein grenzenloses Land ohne Horizont. Gerons Lüge nahm Gestalt an und in Nuris Kopf entstand das verzauberte Reich Fanlari. Unterdessen trug der Fluss das kleine Boot nach Norden, der Schmugglerstadt Enqui entgegen, den stinkenden Schwefelseen der Brinasca Marschen. Selbst Nuri gefiel es hier nicht. Sie sah ein, dass sie Gerons Welt verlassen musste, solange der Seher hier nach ihr suchte. Das machte sie wieder traurig. Aber vielleicht konnte sie Geron ja mitnehmen. Warum nicht? Weil es unmöglich ist, Nuri. Ich muss nach Andergast zurück. Goswin? Menander, Goswin? Was ist denn in Andergast? Es ist meine Heimat. Macht bitte auf! Das ist doch das Haus, das uns beschrieben wurde. Vielleicht ist niemand zu Hause. Da muss jemand sein. Wir brauchen dieses Prisma-Ding. Der Feenforscher hat gesagt, es ist der Schlüssel nach Fanglari. Sucht ihr Menander Goswin? Dann verschwendet ihr eure Zeit. Wie meint ihr das? Sag du zu mir! Hier mag niemand dieses förmliche Gewäsch. Goswin wurde tot aus dem Svelte gefischt. Vor etwa einem Jahr. Was? Das ist aber nicht gut. Wer bist denn du? Wer bist du überhaupt? Mein Name ist Jarl. Ich bin Geron. Und das ist Nuri. Und ihr beide seid zum ersten Mal in Enqui. Woher ich das weiß? Ich höre zu. Ich bin das Ohr der Gassen. Und ihr flüsterndes Gewissen. Beeindruckend. Ich kann euch auch das ein oder andere besorgen. Okay. Erzähl mir mehr. Wer hat Goswin das angetan? Er sich selbst natürlich. Wie eine Menge anderer Leute in der Stadt. Und was steckt wirklich dahinter? Oh, in Enqui kann man sich die verschiedensten Feinde machen. Schmuggler, Walfänger, Torwaler. Frag dort im Badehaus, wenn du mehr erfahren willst. Wenn du Glück hast, plaudert die Baderin für umsonst. Gut, werden wir versuchen. Ob der was über das Prisma weiß? Goswin besaß ein Prisma. Weißt du etwas darüber? Ein Prisma. Ohne dass mein Beutel klimpert, weiß ich nur, dass Goswin eines hatte. Was weißt du denn darüber? Auch nichts weiter. Vorsichtig, hä? Solltest du auch sein. Ja, okay. Danke für das Gespräch. Bis später. Gib auf deinen Rücken Acht. Was? Errungenschaft freigeschaltet? Ahoi. Ach so. Okay.
Tja, ob das was bringt, wenn wir da nochmal... Vielleicht können wir einbrechen. Du glaubst mir wohl nicht. Der Mann ist tot. Ja, aber das Haus ist doch noch da. Also. Effert-Statue? Effert... Vielen Dank für den Regen, Effert. Oh, okay, gut. Entschuldigung. Hier liegt ein verdächtig aussehender Spiegel herum. Wer wirft diesen kostbaren Handspiegel weg? Ah, er ist gesprungen. Zum Glück haben wir da ja eine Möglichkeit, das in Ordnung zu bringen. Ich habe doch gar nichts gesagt. Hier geht es gut, ja. Er ist ganz beschlagen, man sieht überhaupt nichts. Können wir ihn abspülen? Keine Zeit für sowas. Ja, entschuldige. Oh, Mann, dass der immer gleich so drauf ist. Alter. Okay, gut. Ist da noch etwas? Nee. So, was haben wir denn hier? Ein Boot, eine Plane. No, solange der Typ... Fest verknotet. Solange der Typ... Oh, hallo. Wer bist du denn? Aber erstmal... Für den einen oder anderen Gefallen schaue ich nicht hin. Tu, was du willst, Schlapphut. Was ein Enterhaken. Dein Leben, nicht meins. Fest verknotet. Können wir das auch wieder in Ordnung bringen? Was? Vielleicht schaue ich besser wirklich nicht hin. Nuri! Okay, gut. Das hier ist... Oh, das wird wohl das erwähnte Badehaus sein. Und da geht es auch noch weiter. Ja, okay. Na, Brandweinflasche. Katsching. Du trinkst besser nichts mehr. Woher willst du das wissen? Oh, guck mal, was ist denn das da? Voll schön. Hallo. Hallo. Hey. Der ist ganz woanders. Vielleicht auch besser so. Findest du. Okay. So, Badehaus machen wir es als nächstes. Nee, erstmal Nuri. Wie geht's dir denn eigentlich? Na, Schnungi? Du hast dich wiederholt, ja? Sag mal, Nuri. Was hältst du denn von dem hier? So weit war ich noch nie von Andergast entfernt. Ich mag es hier nicht. Alles ist so dreckig. Und die Menschen sagen alle etwas anderes, als sie denken. Sogar die Tiere. Lass uns hier verschwinden. Ich will aufs Meer. Was willst du denn auf dem Meer? Es ist so weit und wir wären so frei. Wir könnten überall hinfahren und die ganze Welt sehen. Mal sehen, vielleicht später. Könntest du dich bitte unauffällig verhalten? Verhalte dich normal und unauffällig. Ich bin einfach ich? Nein, Nuri, genau das sollst du eben nicht sein. Irgendwie geht das. Ich suche mir einfach eine Beschäftigung. Ganz leise und unauffällig. Okay. Ja, naja, gut. Fürs Erste, Prisma. Das Prisma ist sehr wichtig. Es zeigt uns den Weg nach Fanglari. Woher weiß das Prisma den Weg nach Fanglari? Tja, es wurde sicherlich eins dort erschaffen. Gibt es Zauberschmiede in Fanglari? Sieht so aus. Ja. Ach, wo ist überhaupt unser Kumpel? Solltest du den Raben irgendwo sehen, gib mir sofort Bescheid. Ich vermisse ihn. Versprich mir, dass du bei mir bleibst. Keine Angst, ich pass auf dich auf. Na gut. Bin gleich zurück. Okay, also gehen wir ins Badehaus. Hallo. Kommst du mit? Lass uns hineingehen. Warte, du bleibst besser draußen, Nuri. Warum? Ich sehe erst nach, ob die Luft rein ist. Na gut. Du fragst nach dem Prisma, ich frage den verträumten Mann nach Fanglari. Oh, da wird wohl nichts passieren. Jetzt mach schon! Ich muss eine Nachricht überbringen! Erst kümmert sich gute Minka um böse Wunde. Arroken bringt mich um!
Ich muss jetzt gehen. Danach komme ich wieder. Bleibst du sitzen, Kindchen, sonst verschriebelt sich Wunde. Nachricht kann warten. Warten? Ich wollte längst mit meinem neuen Kerl im Haifischzahn sein. Mit dieser Wunde kannst du Männer nicht lieben, Kindchen. Jetzt sitzt er da im Bottich und wird bloß wieder ungeduldig. Okay, sehr schön. Gut, also eine Verwundete, eine ganz liebreizende Verwundete, die Baderin. Und hier haben wir zwei Waschtröge mit, da sind die ja sogar gemischt. Was geht denn hier ab? Da haben wir einen Gast. Ernsthaft, das ist ein Kerl? Klar, natürlich, warum nicht? Und noch zwei, die ihre Finger alle auf der Wasseroberfläche haben. So, hier haben wir noch... naja, gut. Okay, wir sehen uns... Froschskulptur. Sehr schick. Wir sehen uns hier noch genauer um, aber das machen wir erstmal in der nächsten Folge, sonst wird diese hier wieder so wahnsinnig lang. Okay, ich danke euch fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal und auf Wiese gehen. Tschüss.